herzlich willkommen zurück, Leute. Wow. Wo bin ich eigentlich? Absteigen. So, ja, hallo, gute Laune und weiter geht's und... Weiß jemand, wo ich bin? Ah, ich weiß. Okay. Ich weiß. Und ich muss gleich rülpsen. Ja, ihr seid bestimmt gespannt. Ich meine, ich habe ja schon mal gerülpst. Und ihr wollt das bestimmt... Wieso bist du rückwärts gefahren? Egal. So, jetzt beginnt wieder die horrormäßige Musik. Lasst sie uns genießen. Bam! So, platt bist du davon. Hier ist irgendwo eine Schussanlage oder irgendein Fuzzi, der auf uns schießt. So, und wisst ihr noch, was hier war? Ich weiß es genau. Da ist dieser komische Typ. Ich glaube, man kann ihn nicht töten. Ich habe Kommentare darüber bekommen, aber warum merke ich mir sie nicht? Gibt's hier was? Ja, da oben gibt's was. Ja. Das hat mir niemand gesagt. Und... Das war's auch. Das ist ein kleines Plätzchen, wo man sich... Liegt da was? Nein, liegt nicht. Gut, das ist ein kleines Plätzchen zum Ausruhen. Okay, vergiss das, man kann machen. Wieso bin ich eigentlich immer so drauf? Wieso? Ich weiß es nicht. Wisst ihr es? Was? Da oben ist ein Hebel. Ist das da ein Hebel? Nein, ich meine nicht das Seil, Leute. Also so dumm bin ich. Ich sehe dir das glänzend schimmernd. Ja klar, ist das ein Hebel. Das ist ein Hebel. So. Ich weiß gerade nicht, was ich mache. Also ich habe mich nicht offscreen umgesehen. Das sieht wahrscheinlich so aus, als ob ich mir richtig sicher bin. Das sieht aus wie eine optische Täuschung. Es sieht zwar so aus, als ob ich mir sicher bin, aber ich bin es mir nicht. Gut. Einfach mal probieren. Ich meine, gute Laune und man kann ja mal drauf loslaufen. Was? Man kann drauf loslaufen. Und das ist eine Leiter. Ist das... Was nützt mir das? Ich meine, kann ich ja... Nein, kann ich nicht. Das geht nicht, oder? Ihr wisst doch, was ich meine. Kommt, ihr wisst es. Hallo? Hallo? Hoch. Nein, okay, es geht nicht. Kann man von der Seite? Nein, kann man nicht. Okay, es muss hier oben irgendwas geben. Ich meine, da ist ja immer ein Seil. Ja, da muss es was geben. Ich meine, fickt euch, mir ist es egal. Ich gehe jetzt zu den Gegnern. Ich liebe Gegner. Am liebsten mit Kartoffeln und Ketchup. Was? Vergesst das. Gut, da oben geht's denn auch langsam. Was ist mit euch los? Ihr seid ja sehr spaßfreudig. Wo war denn der Gegner eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, es wäre ja mal ein Wunder, wenn du überhaupt was bist, oder? Ich glaube, es hat sich erledigt, wo der Gegner ist. Okay, wir müssen am Rad drehen. Wir müssen drehen am Rad! Okay. Da hinten öffnet sich das Ding. Ich bin gleich down. Was zur Hölle? Ich bin wieder mal auf die Windows-Taste gekommen. Wieso klicke ich statt die Steuerung die Windows-Taste? Ach, das fliegt euch. Komm, das schaffe ich noch. Wie dumm war das gerade? Sie ist tot und sie dreht weiter am Rad. Ich meine, nicht im Sinne Rad drehen, dass sie irre ist. Ich meine, das tut sie sowieso, ja. Aber ich meine, sie dreht weiter an diesem Ding, an der Kurbel. Am Rad, was weiß ich. So. Ja, pack genau da, wo sie uns beschießen. Könntest du? Nein, erst noch... Ah, ich krieg das nie hin. Okay. Na, es sollte so ein eleganter Sprung sein. So Sprung und rein und so blub und... Fick dich! Okay, gute Laune. Wie war das? Was? Kannst du das nochmal erklären? Ich hab's nicht verstanden. Ich hoffe, ihr habt die Maus nicht im Bildschirm gesehen, denn ich habe sie nämlich gerade gesehen. Wer weiß, wie lange die da schon liegt. So. So, jetzt war sie wieder im Bild. Peinlich. Aber ich meine, wenn sie ihr nicht gesehen habt, habt ihr jetzt nichts gehört. Ihr habt nicht gehört, dass sie im Bild war. Also war sie nicht im Bild. Also, ich überlege nur, wie ich da hinten hinkommen kann. Ich meine... Ich weiß nicht, ich meine, es kann ja sein, dass wenn ich die Kurbel drehe, ich nie wieder zurückkomme. Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke mich erstmal hier oben um. Was zur Hölle? Ich sehe mich hier oben um. So. Ja, genau. Wie war das See hinter dir denn? Da könnte der Weg weiter sein. Ach Gott. So. Danke, Frau Croft. Das kann man so schön Englisch aussprechen.
Ich weiß nicht, ob ihr das gehört oder gesehen habt. Es ist einfach eine Epic-Film. Mein Tag ist einfach nur fail heute. Da kam gerade nur eine dumme Meldung von Antiviren, bla bla bla, was auch immer. Meine Maus ist schon wieder im Bild gewesen, verdammt. Ihr habt das nicht gehört, ihr habt das nicht gesehen. Es ist Epic Fail Part 103, nein. Epic Fail Number 1. Ich weiß nicht, warum mir das immer passiert. Ich will keine Erklärung finden. Ich schaffe es sowieso nicht. Ich will nur weiterkommen. Ich will das Spiel beenden und mein Leben wieder genießen können. Ich meine, ich weiß ja nicht mehr, was genießen ist. Genuss. Ja, was ist denn Genuss? Willst du mich verarschen? Komm, du wirst doch wo... Ah, ich habe eine Idee. Wenn das jetzt geht, wäre es ein bisschen... Nein, das ist realistisch. Noch eins runter. Und jetzt zur Seite. Das geht doch, Mädchen. Du musst doch nur... Eins hoch, komm. Zwei runter. Wie soll man jetzt weiterkommen? Es geht gar nicht weiter. Mäuschen. Wie nenne ich dich? Nein. Hier oben geht's ja auch nicht weiter. Oh! Oh ja! Ja! Ich meine, man muss nach ganz oben hangeln. Ich meine, das steht in Tomb Raider Regelhandbuch Nummer... auf. Das ist die Regel Nummer 1. Das ist... Hier speichere ich mal. Einfach nur mal so, weil es Spaß macht. Und es geht um die Ecke. Komm raus aus dem Versteck! Bingo, Bongo, Bango. Was? Aha. Wo kommen wir hier hin? Siehst du, war doch nicht so, so dumm hier hoch zu klettern, wa? Oh, oh. War hier noch was? Nein! Okay, gehen wir weiter. Was uns wohl jetzt in diesem Gang erwartet? Ich meine, da kommen wir ins Freie. Richtig! Oh, ich dachte, ich würde runterfliegen. Hier ist der Hebel, den ich gesucht habe. Naja, den ich angedeutet habe. Nicht den ich gesucht habe, ich habe ihn angedeutet. Mehr oder weniger. Da ist das Seil. Wozu bist du eigentlich da? Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt gespeichert? Ist mir egal. Ja, ich habe schon mal Kommentare gelesen. Ich speichere zu viel. Oh. War das jetzt so clever? War das jetzt wirklich so clever? Ich meine, was ist passiert? Die Tür hat sich unter uns geschlossen. Das ist nicht gut. Oh! Bitte! Ich hab Rollen gedrückt! Sprich, Pfeiltaste nach oben und nach unten. Ich weiß eben nicht, ob das gerade so clever war. Ist euch eigentlich was aufgefallen? Ja, es ladet schnell. Nein, es lädt schneller. Ja, dieser typische Fehler. Es lädt schneller. Toll, Gefangener scheiß Tunu-Moschee. Apropos Tulun-Moschee, ich habe eine nützliche Info. Ist mir egal, ob es euch interessiert oder nicht, wetten, du stirbst. Oh. Oh. Ich habe eine sehr nützliche Info. Nein, nützlich nicht, aber... Wow! Was bist du eigentlich? Wollen die mich töten? Okay, das war eine dummste Frage. Die dummste Frage, die kann man wenigstens töten. Was zur Hölle war das? Das sah aus wie so ein Käfer. War es wirklich ein Käfer? Nein, es ist kein Käfer, es war ein Hund. Und Hunde können fliegen. Ich glaube, das war jetzt nicht so clever, oder? Das Ding zu... Was ich erzählen wollte. Ich habe eine mehr oder weniger nützliche Info. Dieses Level heißt ja, wie uns bekannt ist, Tunu-Moschee. Und ich habe herausgefunden, oder gelesen, dass es tatsächlich in Kairo, denn dieses Level spielt ja auch in Kairo, der Schauplatz Kairo, dass es tatsächlich eine Moschee gibt, die auch Tunu-Moschee heißt, die auch tatsächlich in Kairo existiert. Jetzt habe ich dich platt gemacht mit der Info, richtig? Und diese Info werdet ihr euch jetzt jeden Tag anhören. War da ein Hebel in der Wand? Nein, gut. Diese Info werdet ihr euch jetzt jeden Abend anhören, damit ihr seht, wie schlau ich eigentlich bin. Wikipedia-Info. Gut. Nach was suche ich eigentlich? Ich laufe gerade wahllos rum und... Ich meine, ich bin nun jetzt nicht wirklich gefangen, oder? Was hat mir das gebracht? Oh, ist der Himmel nicht geil. Ich meine, was hat mir das gebracht? Im Prinzip gar nichts. Ich könnte noch mal da hoch. Einfach mal gucken,
ob sich da was getan hat, aber im Prinzip haben sich nur beide Auswege versperrt. Da, wo ich hergekommen bin und da, wo ich hingehen sollte. Das gibt's doch nicht. Epic fällt schon wieder eine Meldung. Ey, sag mal. Was ist denn das für eine Logik? Okay, okay. Wisst ihr was? Na, was machst du eigentlich? Egal. Ich will nicht, dass das ein Zeitspiel ist. Lauf. Lauf, 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 lauf. So übelst dramatisch. Bäm. Okay. Das schreit nach Speichern. Nach rechts. Nach links, nach rechts gucken. Genau. Doch, das war links. Ach, vergiss das. Vergiss das. Nein. Das ist links. Und das ist rechts. Und das ist oben. Und das ist unten. Und das ist Vagina. Nein, was zur Hölle. Egal. Okay. Ich will eigentlich jetzt nicht so ungern zu den... Ich will nicht ungern zu den Gegnern. Ich möchte nicht so wirklich gerne zu den Gegnern. Deswegen sehe ich mich hier erstmal um. Okay. Da... Ja. Da bin ich hergekommen. Also, da würde ich ja eigentlich mit meinem Bike drüber driften. Driften! Yay! Okay. Oh Gott. Meine... Was? Meine gute Laune hält sich in Grenzen. Oh, es war eine Leiter. Oh, es geht wirklich. Komm raus. Oh! Oh, oh, oh. Das ist nicht fair. Das entspricht nicht den Schulregeln. Du musst dich auch an gewisse Regeln halten und verreckt an. Ja? Du hast was für mich? Spaß. Ich hab euch alle lieb. Ich hab euch alle... Oh, oh, da geht's weiter. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Da geht's... Hä? Ist das eine Plattform? Ja, natürlich ist es eine Plattform. Sonst könnte ich auch... Gut, hier geht's eben nicht weiter. Toll, wofür war der Raum da? Um sinnlos rumzuballern. Ich hab Munition verbraucht, weil... Wie ihr sehen könnt... Habe ich unbegrenzte Pistolen. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass die Munition in 5 Parts alle ist. Und wisst ihr, was ich dann mache? Da bin ich irgendwie... Da bin ich sowas von verarscht, Alter. Das glaubst du gar nicht. Nicht mal Brechstange. Was ist das eigentlich? Ein Automat? Ah, komm, komm. Gewalt ist die Lösung. Okay, dann nicht. Gut. Aber du. Gut, sei nicht kooperativ. Du hast es nicht nötig, nur um mich mal weiterzubringen, dieses Spiel endlich